Leute, wenn ihr mal drüber nachdenkt, dann gibt es nichts, was seltsamer ist als Stealth-Game-Mechaniken. Halt! Kein Zutritt für Unbefugte! War wohl der Wind. Ich liebe ja diese Games, aber wenn wir mal ehrlich sind, sind Stealth-Game-Mechaniken teilweise schon ziemlich weird und genau deswegen schauen wir uns die heute an. Die seltsame, komische Welt der Stealth-Mechaniken und wie selbst legendäre Helden wie Solid Snake, Sam Fisher und Co. nicht ohne Game-Designer-Tricks klarkommen. Fangen wir damit an, dass alle Gegner, die wir in solchen Stealth-Game-Spielen zu sehen bekommen, an einer schwerwiegenden Form von Demenz leiden, die das Kurzzeitgedächtnis betreffen. Kein Scherz, das sind alles NPCs, die, wenn sie googeln, was die Anzeichen von Demenz sind, die Suche schon vorausgefüllt und mit mehreren Leaderlinks vorfinden. Wenn sie euch mal sehen, laufen sie euch vielleicht energisch hinterher, aber kaum habt ihr euch mal für 30 Sekunden versteckt, vergessen sie ja vollständig, dass ihr jemals da wart. Selbst wenn ihr 30 ihrer Kollegen umbringt, vor ihnen herumturnt und am Ende noch 3 Lager sprengt, heißt das zum Schluss, war wohl der Wind? Insgesamt kehrt die Welt ziemlich schnell zur Normalität zurück. Ihr habt hier schwer bewaffnete Soldaten, die gerade die Leiche von ihrem Kumpel finden, damit beauftragt sind, irgendwas vor Eindringlingen zu schützen, und ihr lasst einen Kollegen tot vor ihnen liegen, dann kehrt nach 20 Sekunden Aufruhr schnell wieder Normalität zurück. Oh nein! In Metal Gear-Spielen ist das wohl Standardausbildung, nicht länger als 30 Sekunden zu hinterfragen, wenn man Kollegen betäubt, bewusstlos oder tot vorfindet. Das bedeutet, wenn man diese überhaupt findet, denn natürlich sind diese Top-Elite-Wachen mit einer unglaublich guten Sicht ausgestattet, die ihnen erlaubt, ganze 1,5 Meter nach vorne zu blicken. Wer schon mal ein MGS-Spiel gespielt hat, der wird diese Sichtfelder kennen. Dabei muss ich ehrlich zugeben, so unrealistisch die auch sind, fand ich die tatsächlich aus Game-Design-Sicht ziemlich cool, weil man so immer weiß, wo die Gegner hingucken. Klar hat das vieles trivialisiert, aber dafür war es was Besonderes, wenn man in manchen Gebieten das Radar eben nicht nutzen konnte. Um zu verhindern, dass man ständig auf die Ecke mit dem Radar starrt, haben spätere MGS-Spiele dieses Feature entfernt. Ich fand es aber tatsächlich immer ganz cool, auch wenn es wie gesagt echt unlogisch ist, zum einen die Reichweite, aber auch weil scheinbar die periphere Sicht in diesen Games unbekannt war. Und wenn es hart auf hart kommt, dann duckt man sich halt einfach und verschwindet damit komplett. Dann gibt es wieder andere Spiele, die machen euch quasi unsicher, wenn ihr nicht gerade in der prallen Sonne steht. Egal, dass da 30 Lampen an deinem Outfit leuchten. Schatten ist Schatten, easy. Ich meine, ihr seht mich ja gerade auch nicht. Und wenn mal kein Schatten verfügbar ist, dann reicht die Vertikale. Jeder weiß doch, nach oben sind wir Menschen blind. Deswegen seid ihr auf Dächern immer unentdeckbar. Und wenn ihr auch nur 30 cm über einem Feind an einem Rohr hängt, schwer atmet vor Anstrengung und dabei noch Turnübungen macht, müsst ihr euch keinen Kopf darüber machen, entdeckt zu werden. What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. Zum Glück könnt ihr diese Lifehacks wie 1,50 Meter lange Sichtlinien oder Schatten euch zunutze machen, um das nächste Feature von Stealth Games auszunutzen. Stellt euch mal vor, ihr seid ein epischer Bösewicht, der zum finalen Sieg nur verhindern muss, dass jemand in deine Anlage eindringen muss. Es gibt nur einen Eingang, nur eine Tür. Platzierst du A, einfach 2 Wachen direkt davor, oder B, lässt diese Wachen immer im Kreis laufen, sodass auf ihrer Route immer eine perfekte Lücke existiert, damit jemand durch die Tür kommt. Wenn man mal anfängt, Stealth Games aus Sicht eines Designers zu sehen, fällt einem schnell auf, wie dominant die perfekte Route etabliert ist. Zugegeben, diese Routen sind stärker vertreten in älteren Spielen, aber gerade wenn man sie einmal gefunden hat, dann kann man ganze Stages einfach easy speedrunnen. In Hitman ist Zeit sogar ein Faktor für eure Bewertungen, aber da sind optimale Routen wenigstens gut versteckt und meist sogar mit Easter Eggs und kreativen Kills verbunden. Apropos Hitman, eine weitere Methode, sich überall reinzuschleichen, ist natürlich eine Verkleidung. Ich zeig's euch mal. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wo ich hin bin, aber ich bin immer noch hier. Nur
Erkennt ihr mich nicht dank meiner Verkleidung? Ob es eine neue Farbe für das Auto ist und man verliert 6 Sterne oder ein breiter, glatzköpfiger Meuchelmörder, nichts hilft mehr als ein kurzer Farb- oder Klamottenwechsel, um unerwünschte Aufmerksamkeit loszuwerden. Das Verkleidungsfeature in Hitman ist stark, aber wenn man darüber nachdenkt, ziemlicher Unfug. Es sei denn, du trägst eine Warnweste, eine Leiter, dann kommst du natürlich überall mit rein. Wenn die Verkleidung nicht reicht, hast du immer noch ein paar kreativere Möglichkeiten. Immerhin weiß jeder, wenn man mal an Wachen vorbei muss, dann hilft logischerweise eine Box zum drin verstecken oder eben ein Schmuddelmagazin, die größte Schwachstelle von Wachen. Und dann gibt es logischerweise noch das altbewährte Pfeifen oder Klopfen, um jemanden anzulocken. Easy. Dann noch ein Silent Takedown, der wirklich silent ist und kaum hörbar, und schon hat man eine Wache weniger, um die man sich kümmern muss. Aber manchmal wirst du trotzdem erwischt und dann heißt es plötzlich Alarm! Jetzt überlegst du ganz schnell, was du machen sollst. Immerhin musst du ja nur ganz kurz verschwinden, damit die Demenz wieder greift. Aber gerade in alten Spielen weiß sofort jeder Soldat meilenweit um dich herum exakt, wo du bist, obwohl nur einer dich gesehen hat. Hier gibt es im Spiel inzwischen bessere Lösungen, wie in MGS 2, wo die Soldaten auch erstmal Support rufen müssen, du aber ihr Funkgerät kaputt schießen kannst. Oder eben anderweitig einen Alarm auslösen müssen. Dann gibt es wieder andere Spiele, wo Gegner einen Raum weiter eine Schießerei nicht mitbekommen. Ist wohl immer ein Kompromiss zwischen telepathischer Kommunikation oder Taubheit. Das sind nur ein paar der Gedanken, die mir gekommen sind, als ich in der ruhigen Minute mal ein bisschen über Stealth-Game-Mechaniken nachgedacht habe. Was fällt euch da noch ein? Schreibt es in die Kommentare, denn ich bin für heute wieder durch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und Abo da, denn damit könnt ihr mich supporten. Und dann sehen wir uns auch wieder. Damit sage ich danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.